Sonocrit ist ein Startup. Wir sind vor 4,5 Jahren gegründet, sitzen in Cottbus und beschäftigen uns damit, wie man Beton klimafreundlicher machen kann. Unsere Innovation ist eine Hochleistungs-Ultraschallanlage. Und was wir machen mit dem Hochleistungs-Ultraschall, wir nehmen uns etwas Zement und etwas Wasser, beschallen das kurz bevor Beton gemischt wird und geben diese beschallte Suspension zum Beton dazu. Und der Effekt, den man daraus zieht, ist, durch diese Beschallung beschleunigt sich das Festwerden des Betons. Das erlaubt es uns, weniger von dem Eingangsmaterial zu verwenden, weniger Zement. Zement trägt 8% zu den globalen CO2-Emissionen bei. Und das liegt daran, dass wenn man Zement macht, dann macht man den aus Kalkstein. Der Kalkstein wird gebrannt und gemahlen und während das passiert, löst sich geogen gebundenes CO2 und kommt in die Luft. Und außerdem brennt man das mit 1450 Grad. Und um diese so eine heiße Flamme zu erzeugen, wird noch mehr CO2 freigesetzt in den Verbrennungsprozess. Wenn man Fertigteilbeton macht und Sonocrit verwendet, kann man ungefähr 30% des CO2s einsparen. Das Schöne am Beton ist, dass der überall auf der Welt gleich gemacht wird. Deswegen kann man unsere Anlage eigentlich in der Fertigteilbetonproduktion weltweit einsetzen. Wir planen als ersten Auslandsmarkt, wenn wir die EU erschlossen haben, dann planen wir nach Nordamerika zu gehen und nach Asien, weil das natürlich sind die größten Zementproduzenten weltweit. Wir haben unseren Prototypen in sehr vielen Werksversuchen getestet. Also wir waren vor Ort und haben mit dem Werk zusammen Beton gemacht, der klimafreundlicher war. Und das größte Projekt war das für die Deutsche Bahn. Die haben ein großes neues Instandhaltungswerk in Cottbus gebaut für diese langen ICE-Züge. Und dort haben wir einen Teil der Stützen und Binder mitgefertigt, auch mit 30% weniger CO2. Wir finden es wichtig, dass sich in Brandenburg eine Gründerkultur entwickelt und auch ein Netzwerk. Brandenburg ist so riesig, dass man oftmals gar nicht weiß, wen es noch alles gibt, der tolle Sachen macht. Und so eine Preisverleihung und so ein Wettbewerb ist eine schöne Gelegenheit, sich mit den anderen zu vernetzen. Und das ist tatsächlich der Hauptgrund, warum wir mitmachen.